Hallo, hallo, ich bin der Drago und das ist mein kleines Dörfle. Ja, willkommen bei Die Gilde 2 Renaissance. Ich habe mir das Spiel jetzt wieder mal geholt. Es war früher mein Lieblingsspiel, weil man echt viel machen kann. Leider ist es ziemlich verbuggt und läuft auf Windows 10 nicht ganz so gut. Vor allem der Start, bis ich es endlich zocken konnte, ging einige Zeit. Man muss eigentlich das ganze Intro und der Screen für das Logo ausmachen. Und dann geht es aber leider auch nur im Fenstermodus. Ja, das habe ich schon einige Zeit gespielt. Ich kannte das Spiel noch recht gut. Und bin hier. Ich weiß jetzt nicht, wie die Map heißt, aber es gibt Düsseldorf. Kommt jemand aus Düsseldorf mit P, nicht mit F. Bonn ist hier. Hier ist Köln. Ja, der Kölle. Da habe ich gestartet, bin dann aber bankrott gegangen. Nach einem Warenkreislauf, also nach einem Durchmachen des Warenkreislaufes, weil ich kein Eisen mehr leisten konnte. Jetzt kann ich mir leisten. Ja, dann jetzt bin ich wieder da oben. Dann ist hier Leverkusen. Kommt jemand aus Leverkusen? Oder aus... hallo? Zeig an, nicht Düsseldorf. Zeig's an, liebe Map. Novaseum. Kommt jemand aus Novaseum? Das ist wahrscheinlich einfach lateinisch für irgendwie... Weiß nicht. Keine Ahnung. Ja. Aber ich finde die Map einfach am besten. Ich liebe die Map schon von Anfang an. Seit sie reingekommen ist. Ja, dann spielen wir mal ein bisschen mit der Spielfigur. So. Die Arbeit wartet. Arbeit ja, ist ja. Meine Leidenschaft. Die Gilde der Patronen sucht Waren. Ich brauche 2 Fässer Ratsherrenbräu. Ja, ja. Ich bin leider kein... Sag schon. So gut wie erledigt. Bräumeister. Nein, ich meine einfach Wirt. Ich bin kein Wirt. So. Aber wir können eins saufen. Hier drinnen müsst ihr mal gucken, was die machen da drin. Hallo, jetzt geh rein. Ja, ist ja gut. Hallo? Was ist heute los? Jetzt endlich. Gut. Ich gehe jetzt rein. Die stehen da und machen nie etwas. Es wurde angekündigt, die würden irgendwas singen. Aber die machen nichts. Und jetzt isst auch niemand oder trinkt niemand. Die Umsatzsteuer wurde geändert. Oh. Oh, ich mach die Steuern einfach mal auf 100% fertig. Nein, machst du nicht. Ja. Es will niemand saufen. Ist wahrscheinlich einfach zu früh noch. Aber die rülpsen und rülpsen und rülpsen. Also so viel mal rülpsen kann nicht mal ich. Oh, ich bin so nett und gebe einfach mal 45 Euro. Gehe ich mal nach Hause. Nein, ich will nicht mit dem nach Hause gehen. Ich will mit mich nach Hause gehen. Auf, ans Werk. Sudeli. Ich habe eine alte Knacktentante geheiratet. Die Umsatzsteuer wurde geändert. Ah, was ist denn los? Ja, ich mache die Steuern einfach mal auf 500%. Guten Tag, meine Dame. Keine Müdigkeit vorschützen. Guten Tag, mein Arbeit Kind. Ist meine Leidenschaft. Nein, ich will auch mit ihr. Mir wird gewissenhaft. Nun? So, küssen. Was? Nein, ich will nicht sie. Ich will bei mir mich wird gewissenhaft gearbeitet. Mit mir sie küssen. So, gut. Oh, Schleck. Na? Oh, eine
noch verbeugen. Ja. Ihr küsst sehr gut, mein Herr. Oh. Rührend. Das Kind. Die ist rausgegangen. Ich finde das Häuschen richtig Konto schön. Das ist das niedrigste. Warenangebot erloschen. Was? Aha. Arbeit ist meine Leidenschaft. Ja, ja, ich müsste es mal ausbauen, aber ich habe immer Probleme mit dem Geld verlieren. Die KI gibt so viel Geld immer aus, dass ich dann immer im Minus stehe. Ich habe einfach das mal auf Vollautomatik gemacht, weil ich ein bisschen am Erkunden bin, ein bisschen alles am Anschauen bin. Ich spiele auf normal mit 6 Konkurrenten und ja, die sind ziemlich am Gas geben. Da habe ich keine Chance. Hier ist noch niemand. Hier ist zum Beispiel blau, gelb, grün und rot. Haben recht viel schon. Ich habe 3 Gebäude und momentan kann ich es nicht leisten und ich habe noch keine gefunden, die man noch kaufen kann als Handwerker. Mal schauen, wann ich das bauen kann. Da ist orange, da unten ist gelb. Das haben die jetzt gekauft, eine Holzhütte. Ja. Eine Windmühle haben sie hier. Mhm. Wie schön das gemalt ist hier, oder? So ein Wald stellt man sich im Real Life auch an, oder? Ja, es ist nicht das beste Game natürlich, aber es ist einfach toll. Es ist einfach toll. Es ist, wenn man vieles halt ein bisschen wegdenken kann, das Negative, ist es eigentlich sehr gutes, positives Spiel. Es hat sehr vieles Cooles. Einfach diese. Ich mag Spiele, die mich vor Freiheiten stellt und ja, man muss zum Beispiel nicht sich stressen oder man kann sich vieles einfach ersparen, indem man die KI anmacht und ich finde das einfach toll. So. Bei mir wird gewissenhaft gearbeitet. Ja, ich habe die Gilde 2 gespielt, als es rausgekommen ist, habe es im Vollpreis gekauft, war ein Bug-Desaster, habe dann aufgehört leider, weil es eben einfach nicht spielbar war. Stürzte bei mir immer ab unter Windows XP. Ja, so, aber ich habe Windows 10 und stürzt nie mehr ab. So, gehen wir mal ins Rathaus, gucken mal. Nein, ich will ihn. Was nun? Wieso ist das Rathaus zu? Ich bin der Meister. Ah, man muss nur draufklicken. Okay. Hm. Von wo? Ah, Köln. Okay. Ich dachte, die haben einen Gildenmeister bekommen. Ich will nämlich Gildenmeister werden. Ich wollte eigentlich die Backstube ist jetzt zum Verkauf, cool. Ich wollte eigentlich die Mine kaufen, aber ich habe nicht zu wenig Geld. Ich brauche nämlich das Eisen aus der Mine und eventuell kann ich das nicht kaufen, weil ich dann eben nicht den richtigen Job habe. Dann kaufe ich mir die Windmühle. Das ist eigentlich eine Pinte. Ich weiß gar nicht, was. Okay, irgendwie hat so ein Freizeitangebot. Ja. Sonst einen Titel kaufen. Vermittels eines höheren 6.000. Euer Ansehen. Ab dann bin ich Bürger. Ja, eigentlich. Muss ich noch ein bisschen sparen. Hä? Ja, ja. Gut gefüllt. Am Anfang waren die bankrott und jetzt sind sie gut gefüllt. Dank mir.
ist dieses Dorf am Blühen und wird dann zum Dorf, das es heute ist. So gut wie erledigt. Stadt. Ah, noch das andere Gebäude, das ich besitze. Muss ich kurz schauen, wo das ist. Tischlerei hier. Die Tischlerei. Auf, ans Werk. Ja, sehr beschäftigt hier. Hä? Hallo, die da oben. Na? Keine Animationen? Voll cool, aber. Ja, die machen Ringe, hä? Und Baumaterial. Ja. Ach, die neue Kahn, hä? So. Ja, so richtig eine Belohnung. Melodie. Ja, und die? Hab keine Kahn mehr zur Verfügung. Hab schon volle Kahn. Die arbeiten auch nicht, weil sie nie Materialien bekommen von den Kahn. Müssen wir warten. Aber es ist irgendwie komisch, die Märkte haben immer zu wenig Rohstoffe. Ich habe schon gedacht, dieser Beruf für die Erstding zu machen, aber das ist noch schwieriger. Bekommt man kein Geld irgendwie. Die Rechtsprechung wurde geändert. Naja. Aber es ist schon gut balanciert, aber. Entweder man hat zu wenig Geld oder man hat zu viel Geld. Das ist das größte Problem. Und Rohstoffe fehlt es einem eigentlich auch immer wieder. Die will ich mal kaufen, die Gerberei, aber die ist nicht zum Verkaufen. Naja. Ein Kontor kauft Material zum Gebäudebau an. Die Schnauze. Die Frau, die ich geheiratet habe, war sie arbeitslos und hat immer gesoffen. Und dann war sie irgendwie motiviert, in der Kölner Grube zu haben. Und schaut euch jetzt diese Frauen an. Das ist einfach größte Frauenschau. Oh je. Yeah. Oh, ich arbeite gern in der Kölner Grube. Sie ist einfach mal das Niedrigste, was man machen kann. Ja. Ja, das ist jede zwei in der Kölner Grube arbeiten. Ja, ich bin einfach am Warten. Ein bisschen auf sehr schnell machen. Einfach warten, bis die endlich mal die Materialien wieder besorgt haben. Ja. Ja, ich habe keine Baumaterialien, aber ich gehe doch nicht auf Bonn. Ah doch, die Bonn ist ja in der Nähe. Wollen wir die mal ein paar klauen? Ja, es ist automatisch, ne. Vielleicht macht ihr es ja mit der KI selbstständig, aber ich glaube kaum. Naja. Okay, mal einen Test zu GD2. Ein weiteres Video kommt sicher bald. Mal schauen, wie es ankommt. Also, tschüss.